Es war hoffentlich eine Spaßfrage. Bitte, tu mir diesen Gefallen. Hey, yo, Leute. Willkommen zu meinem Video. Und heute gibt es mal ein Video, das habe ich so schon mal gemacht. Dumme, gute Frage, nett. Frage. Der Name ist, wie gesagt, bei dieser Webseite nicht wirklich Programm. Da werden viele schlechte oder beziehungsweise dumme Fragen gestellt. Und heute zeige ich ein paar und werde darauf antworten. Viel Spaß beim Video. Können Katzen Deutsch? Hallo, können Katzen Deutsch? Meine Mutter redet mit mir mit meiner Katze, aber nicht auf Miau, sondern auf Deutsch. Versteht sie das? Sie fragt zum Beispiel, na, gut geschlafen? Oder auch schon wach? Oder geht es dir gut? Und sie macht immer rar. Auch sagt sie oft, Herr Nagel, komm. Wobei Herr Nagel der Name ist. Kann man irgendwie das Miau lernen? Also teilweise, was sie dann verstehen würde? Danke für die Antwort. Was denkst du? Ich würde sagen, wir fragen mal meine Katze. Hey, könnt ihr Deutsch? Antwort nicht. Do you speak German? Die ist zwar gesprungen, aber geantwortet hat sie auch nicht. Also Deutsch könnte schon mal nicht. Du hast ja gesagt, die Sprache Miau lernen. Schau doch mal und google mal, ob es sowas gibt. Guck dir mal einen Kurs an und mach den mal. Dann kannst du vielleicht Miau. Am Ende gibt es sowas halt wirklich. Haben Flugzeuge eine Hupe? Ich meine solche Personenflieger, zum Beispiel von Airbus, wie Lufthansa diese einsetzt. Die Frage finde ich gar nicht so dumm. Das Einzige, was ich mir bei dieser Frage frage, ist, warum willst du das wissen? Im Dorf nur das größte Solarium? Habe mit den leider nichts gefunden. Kann mir jemand sagen, ob das eine Sünde ist für Gott? Hoffe, jemand kann mir darauf antworten. Am besten nur gläubige Christen. Danke. Ob man als Christ ins Solarium darf, also ich glaube, das ist sogar gut, weil du dann schon Sünde tust. Ist ja so warm wie in der Hölle. Und deswegen darf man als Christ bestimmt ins Solarium. Aber natürlich nur aus dem Grund. Warum vibriert meine Katze? Als ich mich heute meiner Katze näherte, hörte ich ein leises Brummen. Ich steckte meine Hand auf die Katze und spürte, wie sie vibrierte. Wie vibriert die denn? Das frage ich mich bei meinen Katzen auch immer. Warum die vibrieren? Ob die irgendwie mein Handy gegessen haben und es klingelt oder irgendwas? Ich habe mal sowas gehört, das heißt Schnurren, aber das ist bestimmt was ganz anderes. Gras. Hi Leute, ist Gras also die Droge? Normales Gras vom Garten? Ja klar. Manche Leute gehen nur Rasen mähen, damit sie das Ganze dann klein haben, um in ihren Plan zu stecken. Natürlich. Wie kann man deine Feinde am besten fertig machen? Ich habe ein paar Feinde. Wie kann ich sie am besten fertig machen? Damit sie wissen, mit wem sie sich anlegen. Ja, ich weiß nicht, wenn du hier nachfragst, dann verstehe ich, warum du Feinde hast. Gibt es in der Türkei Dildos? Kann man in der Türkei Dildos kaufen? Das ist auch sowas, wo ich mich frage, warum willst du das denn wissen? Wenn du in die Türkei fährst und ein Dildo brauchst und da sollte es keine geben, nimm sie halt von hier mit. Mein Gott. War der Strom hinter der Steckdose? Mir ist schon öfters aufgefallen, dass wenn ich ein Gerät in die Steckdose stecke, es sofort funktioniert. Weshalb ist das so? Wartet der Strom hinter der Steckdose und ist deshalb sofort da? Oder ist er so schnell auf dem Kraftwerk da? Danke für die Aufklärung. Bitte, tut mir einen Gefallen. Das war hoffentlich eine Spaßfrage. Bitte, tu mir diesen Gefallen. Das kann nicht ernst gemeint gewesen sein. Bitte. Mein Freund ruft mich mit Männernamen. Ich bin seit 3 Monaten mit meinem Freund zusammen. Wenn wir Sex haben, nennt er mich andauernd Kevin. Ich weiß nicht, warum er das tut. Und er sagt, das sei ein Versehen. Ist er schwul? Und vor allen Dingen kann ich schwanger werden, wenn er denkt, ich sei ein Junge. Bis zu dem Punkt, warum er sie Kevin nennt, verstehe ich die Frage sogar noch. Auch wenn ich es natürlich nicht auf gute Frage nett stellen würde. Aber dann zu fragen, ob sie überhaupt schwanger werden kann, wenn er denkt, dass sie ein Junge ist. Mein Gott, du bist doch trotzdem eine Frau, egal was er denkt. Auch wenn ich ihn für nicht so blöd halte. Energy Drinks kochen. Hey, kann man einen Energy Drink von der Wirkung her verstärken, wenn man ihn kocht? Bitte hilfreiche Antwort. Das ist echt mal eine interessante Frage. Also ich glaube nicht, dass es die Wirkung irgendwie jetzt verstärkt. Aber was passieren würde, wenn man Energy Drinks kocht, wäre schon mal interessant. Ja, okay, ich probiere es nicht aus. Was für ein Tier ist eigentlich Kassler? Oh, Kassler ist ein ganz interessantes Tier. Das ist so ein Tier aus der Region in Hessen. Nennt sich auch manchmal selber gerne Hesse. Ist eine ganz komische Tierart. Aus Kassel, daher kommt auch der Name. Ist eine ganz komische Tierart. So ein Hesse. Nichts gegen alle Hessen. Was bedeutet Vodafone? Ist das vielleicht wie bei WMW oder VW eine Abkürzung? Antwort. Der Erfinder davon hieß Vodafone. Mit Nachnamen. Okay. BMW, Bayerische Motorenwerke, VW, Volkswagen. Vodafone,
jetzt such mal dafür eine Abkürzung und an die Antworten gebe. Ich hoffe, du wolltest den nur verarschen. Auch kein Mensch heißt mit Nachnamen Vodafone. Vor allem Erfinder ist hier auch der falsche Begriff. Warum könnten es Männer immer groß an, wenn sie kacken gehen? Das ist mir nun schon wirklich häufig aufgefallen. Morgens nach dem Aufstehen, ich gehe jetzt Kaffee trinken und dann schön kacken. Oder einfach mitten beim Fernsehen, ich bin mal eben kacken. Warum? Das ist doch eine Sache, die will ich einfach nicht wissen. Die Frage fand ich jetzt wiederum relativ lustig. Ich meine, es bringt auch nichts, sowas auf gute Fragen nett zu stellen, aber lustig ist es trotzdem, deswegen habe ich sie mit reingenommen. Auch nicht alle Männer machen das. Thermoskanne reinigen. Hallo, ich bin beim Beruf Kraftfahrer und nehme jeden Tag eine Thermoskanne voll mit lauwarmem Met zur Verpflegung mit. Och, ist das lecker. Mein Problem ist, dass ich mir kürzlich wegen meines hohen Metbedarfs ein größeres Modell zulegen musste und meine alte Kanne gerne meiner Frau zum Jahrestag schenken möchte. Nun kriege ich den Zwiebelgeschmack nicht raus. Brauche dringend Tipps, damit ich die Kanne morgen früh verschenken kann. Meine Frau kann ich natürlich in dieser Situation nicht fragen. Deine Frau tut mir echt leid. Erstmal, dass du überhaupt eine Thermoskanne schenkst. Und dann noch deine alte Thermoskanne, in der du Met drin hattest, was ich auch nicht kenne, dass man in deine Thermoskanne Met tut. Kauf ihr doch was Schönes, Neues. Oder wenn du ihr unbedingt eine Thermoskanne schenken willst, dann kauf ihr doch wenigstens eine neue. Deine Frau tut mir echt leid. Wow, ich habe heute LSD genommen, muss gleich arbeiten. Was hilft das Gegenmittel? Hallo, ich habe heute, also vor 2 Stunden, das erste Mal LSD-Pappe genommen. Jetzt bin ich echt unterwegs auf dem Scheiß und muss aber in der Stunde an der Arbeit sein. Wie lange wirkt das noch oder was hilft es als Gegenmittel? Ich fahre Taxi. Danke für eure Hilfe. Ja, also ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, ob es da wirklich Gegenmittel gibt. Ich denke mal, nein. Und warum machst du das, wenn du Taxi fahren musst? Also eine Arbeit, wo das insbesondere scheiße ist. Und dann gehst du auf gute Fragen und nett und gibst noch zu, dass du Drogen genommen hast. Also dein Gehirn war schon vorher kaputt, bevor du LSD genommen hast. Freunde will Schluss machen. Ich auch. Was sollen wir tun? Please, brauch Hilfe. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Die Freunde will Schluss machen und du willst das auch. Ne? Klar, da findet man im Internet nichts. Weil sowas kommt natürlich nie vor, dass beide Schluss machen wollen. Ich verstehe. Da weiß man einfach nicht, was man tun soll. Mein Toupet ist in Rotkohl gefallen, was tun? Ohne Witz, eben ist mir mein Focati-blondes Toupet beim Kochen in den heißen Rotkohl gefallen. Nicht nur, dass es weinrot bis lila aussieht, es scheint auch deutlich eingelaufen zu sein. Was soll ich bloß tun? Ob das wieder rausgeht? Und am Sonnabend ist das GF-Treffen in Hamburg. Ich bin verzweifelt. Hey, jetzt hast du Toupet wenigstens eine coole Farbe. Was ich mich die ganze Zeit nur frage, was dieses GF-Treffen ist. Girlfriend-Treffen, selbst dann... Das Einzige, was mich an dieser Frage wirklich interessiert. Was ist dieses GF-Treffen? Falls jemand von euch das weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr nehmt meine Antwort nicht ganz so ernst. Ich hoffe nämlich, dass ein Großteil der Fragen auch nicht ernst gemeint waren. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es auch gerne mit dem Daumen nach oben. Hier sind jetzt nochmal 2 Updates für mich eingeblendet, könnt ihr draufklicken, sehr, sehr interessant. Und dann könnt ihr mich hier natürlich kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.